oad.de. One every day keeps the doctor away. Moin moin, servus, grüezi und hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge mit einer Android App. Ich nehme einfach mal an, sie gibt's auch für iOS. Easy Park, Handy parken und Parkplatzfinder fürs Auto. 48 MB groß, erforderliche Android-Versionsnummer 5.0 oder höher. Aktuelle Versionsnummer der App 13.9. Und bei 20.114 Gesamtbewertungen eine Durchschnittssternebewertung von 3,6 von 5 Sternen. Handy parken und Parkplatzfinder für unterwegs. Entdecken Sie die Park-App Easy Park. Jetzt einfach Parkplatz finden, Auto parken und Parkgebühren bargeldlos parken. Easy. Handy parken, so geht's. Parkvorgang verwalten. Starten, stoppen oder verlängern Sie Ihren Parkvorgang bequem in der Park-App. Bargeldlos parken. Zahlen Sie Parkgebühren nur für die tatsächliche Parkdauer. Hamburg, Berlin, Köln, Hannover finden Sie mit dem Parkplatzfinder immer einen Parkplatz, egal wo Sie sind. In Wedel klappt das übrigens auch, das nur so nebenbei unten am Willkommen hüft. Also genau darum geht es, das halt unterstützt wird, könnt ihr einfach über die App zahlen. Ihr Hinterlichter, ich glaube PayPal-Account war es, man trägt das Kennzeichen des Autos ein und sagt einfach, ich bin jetzt da, stellt ein, zum Beispiel Stunde parken und sagt, go. Und dann wird, wenn man da sich nicht anmeldet, man kann sich da irgendwie anmelden und monatliche Gebühr zahlen und da, ich glaube, dann muss man keine Gebühr extra zahlen und so ist es irgendwie 49 Cent Gebühren oder irgendwie sowas, aber was durchaus es wert sein kann für die Einfachheit halt. Ihr müsst nicht irgendwie ein Parkticket kaufen am Automaten, ihr macht das einfach über die App, beziehungsweise wenn ihr irgendwie unterwegs seid, zum Beispiel im Restaurant sitzt oder spazieren seid oder so und merkt, ah, ich bin doch nicht rechtzeitig da, naja, dann einfach App starten und verlängern. Klappt gut und gibt eigentlich nichts zu meckern an Easy Park. Ja, meiner Meinung nach. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @Menschen an twitter.com/oneappatag.